geht jetzt gerade wieder so weiter. Kannst nur wiederholen, es ist mir gerade zu viel. Jetzt bin ich die Treppe runtergefallen. Jetzt liege ich da unten. Und es kotzt mich an, wenn ich mich sehe, wenn ich da unten liege. Aber es ist irgendwie gerade so, als hätte mir jemand den Stecker rausgezogen. Sag mal, was ist mit dir los? Ja, kann man ja nicht aushalten, echt. Jetzt liegst du schon wieder da unten rum. Also völlig antriebslos. Kein Bock auf gar nichts. Ist mir gerade zuwider. Hattest du mal sowas wie depressive Phasen, wo du antriebslos warst, keinen Bock auf nichts Auf hattest? alle Fälle. Dann frag dich doch mal, ob das jetzt der Ausdruck davon ist. Anscheinend müssen wir alles durchmachen, musst du alles nochmal durchleben. Also ich kriege jetzt keine Antwort, aber sie verkriecht sich. Also sie möchte auch wieder nicht gesehen werden. Also eigentlich finde ich, dass ich bis zu meinem 30. Lebensjahr ziemlich depressiv war. Jetzt habe ich es eigentlich auch immer wieder. Dann guck doch mal, wie alt ist die denn da unten? Ich würde so schätzen, so zwischen 3 und 5, heute noch relativ klein. Sag mal, warum liegst denn du hier unten überhaupt? Was ist denn da los mit dir? Sie sagt, sie ist so alleine und ihr tut alles so weh. Dann schick wieder deine Mama runter und deinen Papa. Der Schmerz des Alleinseins im Alter von 3 bis 5 Jahren. Die haben gesagt, sie hätten keine Zeit, sie müssten arbeiten. Ja, ich fühle mich ziemlich oft ziemlich alleine. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ihr euch nicht richtig um mich gekümmert habt. Ich gehe jetzt mal hinzu als Jetziger und hole mal das Kind da. Die hätten sich natürlich schon kümmern müssen, aber Aber die könnten sich jetzt auch kümmern. ja. Jetzt. Jetzt sind sie auch die Eltern. Und letztendlich müssen wir sie ja dahin bringen, dass sie irgendwann mal hinter ihrem Kind stehen. Du ganz lebendig und powervoll in dir. Ihr seid alle ziemlich unlebendig, muss ich mal so feststellen. Die ganze Familie. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen Gewalt anwenden. Wie willst du eine Oh, Depression ist ja schlimm. depressiv überwinden? Kann nicht funktionieren. Oh. Genau. Das schnellste Weg ist, mach's so platt. Och, Mann, oh, echt. Die Eltern in deinem Kopf müssen sich ändern. Los, spielt mal mit der. Ja. Macht mal irgendwas. Los, beweg mal dein Arsch jetzt und mach mal mit dem Kind. Psst. Wenn man Kinder hat, muss man sich auch kümmern. Habt euch das eingebrockt. Ja, aber die sind immer noch ziemlich unlebendig. Diese Bilder in dir darfst du zerstören. Die müssen dann neu werden. Auf dem Scheiß überhaupt keinen Bock mehr, Ja, echt! super, ja. Ihr kotzt mich alle an, echt hier! Blöden Arschlöcher! Rumstehen! Echt, ohne Scheiße! Jetzt sind sie wenigstens alle ziemlich eingeschüchtert. Jetzt sitzen sie auf dem Sofa, und ich sitze mittendrin als Kind und sie, spiel mit mir irgendwas. Ihr habt keinen Bock mehr auf das Alleinsein. Ihr kümmert euch jetzt gefälligst um mich. Allein in einem großen Haus, echt. Und ihr habt da immer unten im Büro und arbeitet die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall ist jetzt alles mal viel lebendiger geworden. Geh da nochmal ins Bild von heute Morgen mit dem Sumpf. Also das ist nicht mehr so, wie es heute Morgen war, das Bild. Also ich kann es mir schon noch herrufen, aber da ist jetzt kein Gefühl mehr dabei. Also da ist jetzt. Mach doch mal so einen kleinen Trick, hol es doch mal herbei, so sumpfig das erste Bild, Ja. und gucken, ob das halten kannst oder ob es sich von selbst verändert, weil das wäre ein Zeichen, dass es dauerhaft verändert war. Also erinnere dich nochmal und guck mal, wie lang dieses Erinnerungsbild bleibt. Ja, es bleibt nicht. Das Kind steht dann auf. Oh ja. Guck Und mal, der ob Sumpf geht dann auch weg, es ist dann feste Erde. das ist die Erde. Ich mach dasselbe mit deinen Eltern mal. Guck mal, du kannst dich erinnern, wie lahm die immer waren und dass sie keine Zeit hatten. Und guck mal, ob du das Bild noch halten kannst oder ob sie sofort jetzt lebendiger werden. Nee, die kann ich dann auch nicht mehr halten in dem starren Bild. Werden auch dann sofort lebendig, ne?
Das heißt, wenn du dich jetzt erinnerst und dein Papa gehst und er sagt, er hat keine Zeit, dann müsste er anschließend noch was aufstehen und sagen, doch, doch, ich habe mir überlegt, ich habe jetzt Zeit. Ja, ich Okay, glaube. test mal ein bisschen, guck mal, ob es geht. Also dadurch, dass wir anscheinend jedes Alter nochmal durchgehen, weil du hast ja fundamental dich verändert, wegen dem Missbrauch, den du aufgedeckt hast und verändert hast, musst du wahrscheinlich wirklich alle Empfindungsphasen nochmal durchgehen. Guck mal, ob du diese etwas ältere Depressive auch erwischst. Die kannst du einfach mal rufen. Ja, da komme ich in allen möglichen Altersvariationen. So, guck mal, ich habe jetzt die Eltern so verändert, dass die sich jetzt um uns oder um mich kümmern. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie bei meinem ganzen Leben so eine Schwere liegt, so eine Depression, irgendwie so eine Dunkelheit. Ja, ist klar, wenn du als Kind das erlebst, das ist ja wie eine Dauergefahr, wie ein Stress, wie Angst vor allem. Staubschicht. Ja, ich ziehe das jetzt einfach mal weg, die Decke, Ja. sozusagen. Ja, symbolisch, genau. Ja, die freuen sich alle, dass endlich die Decke weg ist. Und die strecken sich alle der Sonne entgegen. Ja, das ist irgendwie, dass die alle voller Dreck sind, muss ich jetzt erstmal sauber machen, wie eingestaubt irgendwie. Und jetzt fällt mir auch nur ein, dass ich es oft überhaupt nicht ausstehen kann, wenn draußen blauer Himmel ist, weil das so eine Diskrepanz ist zu meinem Innenleben teilweise, dass mir das so ganz unangenehm ist, weil in mir oft gar kein blauer Himmel ist sozusagen. Geht's jetzt? Ja, ganz gut. Ich würde nur gerne noch, da ist noch so die eine, also die Zeit, wo ich immer in Thailand war. Da war ich auch so ultra depressiv, zwischen 25 und 30. Gut, dann frag dich doch mal, was lässt dich denn so traurig sein, so runtergezogen sein, so depressiv sein? Dass ich immer auf der Flucht bin vor mir selber, aber egal wo ich hingehe, habe ich mich hier immer dabei. Also, du hast schon wahrgenommen, dass du irgendwie von dir wegläufst. Ja, auf alle Fälle, also. Schon. Ich weiß auch nicht, also der wollte, dass ich sterbe, der Teil, aber ich wollte leben. Ich habe das Gefühl, dass sich alles dreht in meinem Kopf. Irgendwelche Gedanken fetzen. Und so auch so ein bisschen Gefühl, als würde sich mein ganzer Körper so drehen. Ganz komisch. Hätte ich irgendwelche Drogen genommen. Mir ist ganz komisch, als würde ich mit so einem Mönchsgewand über Thailand fliegen. So Superman-mäßig. Ach, ich bin in so einem Kloster, da war ich öfters, da habe ich immer so Meditationskurse gemacht. Und dann war das so ein Wald und da waren so kleine Häuschen und da haben die Mönche gewohnt. Kannst du sie sehen? Fragst du doch mal, ob du mal einer von ihnen warst. War ich mal eine von euch? Anscheinend habe ich da schon mal gelebt. Oder zumindest haben die jetzt gesagt, ich hätte schon mal den inneren Frieden gehabt. Deswegen würde ich da mal hingehen und den suchen. Ich soll halt wieder irgendwas machen. Ich soll doch, was weiß ich, jeden Tag meditieren oder Qigong machen. Ich soll mir irgendwie eine Kraftquelle erschließen. Aber ich wüsste ja, dass mir das Qigong gut tun wird. Es tut mir auch gut, aber ich müsste einfach schnellere Resultate sehen.
Aber ich merke schon, dass ich irgendwas bräuchte, wo ich täglich Kraft ausschöpfen könnte. Ich habe einfach das Gefühl, dass immer die Leitung tot ist. Bei mir nach oben. Also, dass ich mich halt immer voll bemühe. Und dann geht eine Weile was und dann geht nichts mehr. Dass ich auch so eine Sehnsucht habe, auch nach Gott oder halt nach irgendwas. So dieses Angebundensein an eine größere spirituelle Macht, wo ich jeden Tag mitreden kann und wo ich einfach weiß, dass sie oder er immer da ist. Ich könnte ja auch mal so eine Erleuchtung kriegen mit der Eckhart Tolle oder so. Oh. Ich habe einfach das Gefühl, ich schaffe es nicht alleine, ich bräuchte Hilfe. Ich würde mal, wer soll dir was helfen? Ja, Gott sollte mir helfen. Das sollte jetzt endlich mal da sein, jeden Tag. Irgendwie, dass ich ihn spüren kann. Gott, ich brauche dich einfach, dass du da bist, jeden Tag. Mir ist das alles so anstrengend. Immer muss ich alles alleine machen. So scheiße, irgendwie, ich kann dich nicht spüren. Ich habe das Gefühl, ich bin den ganzen Tag so allein und so abgeschnitten von allem. Ich habe immer so viel Angst, will aber auch Vertrauen haben. Ich möchte wissen, dass du da bist zu jeder Zeit. Dass ich hier alleine in der scheiß Welt rumhocke, macht mir keinen Spaß. Spür auch mal, wie deine Mama sich gefühlt hat, so ganz, ganz allein. Wir kennen das auch genauso. Wie das Baby sich gefühlt hat. Oder du als Kind. Jetzt bist du bei deinem inneren Kind angekommen. Was fühlst du, wie es gefühlt hat? Ich bin auch so wütend irgendwie. Ich habe keinen Bock, immer alleine zu sein. Ich bin auch einfach wütend auf den Gott. Oh Gott, also ich muss das echt mal sagen. Mir ist das ganze Scheißspiel einfach zuwider. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ich habe keinen Bock drauf, immer nur so ein Spielball von irgendwelchen Launen zu sein. Und das ganze Leben, ich verstehe es überhaupt nicht. Nicht mehr alles zu viel. Und es ärgert mich auch, dass ich dich nicht spüre. Du nicht da bist. Sag ihm, er soll auftauchen, damit du ihn siehst, spürst. Fordere ihn ein.
hast du denn geschafft, dass du Gott halt gefunden hast? Ja, sie sagt, es ist wie so ein großer Papa, wo immer da ist. Oh, ja, das hätte ich auch gern. Sagst deinem Papa. Papa, mein Papa? Ja. Papa, ich hätte auch gern, dass du immer da bist. Ich brauche das einfach. Ich brauche jemanden, wo immer für mich da ist. Ich habe so das Gefühl, dass ich so viele Jahre alleine war. Jetzt habe ich das schon. Das ist ja auch irgendwie so ein Papa. Sag's ihm auch. Scheiße, du bist ja auch wie mein Papa irgendwie. Und Papa-Ersatz, glaube ich. Frage mal. Guck mal, ob er nickt oder den Kopf schüttelt. Ja, er nickt im Kopf. Er ist wie ein Papa und eine Mama sogar. Oh je. Ja, aber das tut mir gut. Irgendwie tut es mir so gut. Tut mir so gut, dass du dich so um mich kümmerst und mich irgendwie so ja, behütest. Wie so eine Mutter. Wie so eine Kluge. Was mir irgendwie am meisten fehlt, ist Gott. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Es macht mir keinen Spaß ohne dich. Wir hatten noch manchmal schon Kontakt und es war so schön. Und da habe ich immer wieder reden können. Und jetzt ist wieder Funkstille. Und ich habe so das Gefühl, dass du schon deine Hand schützend irgendwie über mir hältst. Oder dass ich so das Gefühl habe, dass du mich so... Also den Weg halt mir so ebnest oder mir zeigt, so ich angehen soll. Aber ich brauche noch viel mehr. Ich brauche den täglichen Kontakt mit dir. Ich muss mit dir reden können. Und ich muss zu jeder Zeit wissen können, dass ich geliebt bin. Und ich muss Vertrauen haben ins Leben. Ich muss wissen, dass alles klar geht. Das ist einfach wichtig. Sagt, er war die ganze Zeit bei mir, ich würde nur nicht sehen. Aber ich kann dich doch nicht sehen, wie soll ich dich denn sehen? Blind. Er sagt, ich muss meine Aufmerksamkeit schulen. Ja, jetzt habe ich ja auch das Gefühl, dass er da ist, aber ich muss das zu jeder Zeit haben, das Gefühl. Sag mal, was ist dein persönlicher Zugang zu dem, für was er steht? Er sagt, ich soll öfters an ihn denken. Ich soll öfters mit ihm reden. Aber jetzt im Moment geht es. Vielleicht nochmal ganz einfach, ob das auch daran liegt, dass du gerade eben geweint hast, betroffen warst, wütend warst. Du bist ja nicht abgeschnitten, du bist ja wirklich dann da. Ich glaube, du hast sogar zum ersten Mal geweint in der Session. Ja, das sagt er schon, dass ich da eben so nah bin. Dann. Es ist auch so, wenn ich weine, bin ich ihm so nah irgendwie. Ja, du bist wieder mit dir verbunden. Also, das heißt, wenn ich mir nah bin, dann bin ich auch dir nah. Ja, frage ihn. Stimmt es, wenn ich mir nah bin, dass ich dir dann auch nah bin? Mhm. Ja. Ja. Genau, so ist es auch. Mhm. Ja, das ist auch so, wenn ich spazieren gehe oder mit dem inneren Kind dann zu tun habe. Ich brauche einfach eine 24-Stunden-Leitung. Also ich glaube schon, dass der Knackpunkt beim inneren Kind liegt. Kannst du mich immer verbinden mit Gott? Ja, der Weg geht übers innere Kind. Wenn ich mit dem inneren Kind verbunden bin, dann bin ich auch mit Gott verbunden. Ja. Ja, bist du mit dem Rest der Welt verbunden, richtig? Oh je. Okay. Aber Gott, ich wünsche mir wirklich immer den Kontakt zu dir. Ich habe so eine Sehnsucht. Ich habe voll die krasse Sehnsucht irgendwie danach. Das ist echt. Aber ich kann sie gar nicht stillen.